Die meisten Großstädte in Deutschland besitzen Güterringe oder Güterumgehungen, die dann meist nahe der Stadt verlaufen und nur dem Güterverkehr vorbehalten sind. In Frankfurt am Main ist dies ein wenig anders, denn die dortige Güterumgehung verläuft in etwa 20 Kilometer Entfernung und dient nicht nur Güterzügen, sondern stellt mithilfe einer Regionalbahnlinie auch im Personenverkehr attraktive Querverbindungen zwischen den sternförmig von Frankfurt ausgehenden Strecken her. Die Rede ist von der Rhein-Main-Bahn Mainz-Aschaffenburg. Die Strecke wurde 1858 eröffnet und stellt eine Verbindung von Mainz über Darmstadt nach Aschaffenburg dar. Zwischen Mainz und Bischofsheim wird sie zusätzlich von Zügen der Relation Mainz-Frankfurt befahren, welche die Strecke dann in Bischofsheim auf die Mainbahn verlassen. Gleichzeitig zweigt in Bischofsheim die Mainzer Güterumgehung ein. Von Bischofsheim aus geht es dann über Groß-Gerau, wo Abzweigstrecken von und zur Riedbahn nach Mannheim bestehen, nach Darmstadt. Hier gibt es zum einen die Möglichkeit, weiter gen Aschaffenburg zu fahren, zum anderen kann man einen Abstecher über den Darmstädter Hauptbahnhof machen, wobei dort dann die Fahrtrichtung gewechselt werden muss. Außerdem kann man hier auf die Main-Neckar-Bahn ab- und einzweigen. Zwischen Darmstadt Nord und Kranichstein ist die Strecke kurze Zeit viergleisig mit getrennten Personen- und Güterzuggleisen. Dahinter wird sie wieder zweigleisig und geht über Dieburg, wo Anschluss an die Dreieichbahn besteht, über Babenhausen, wo Anschluss an die Odenwaldbahn besteht, nach Aschaffenburg an der Main-Spessart-Bahn. Die Fahrzeit von Bischofsheim bis Aschaffenburg beträgt für Güterzüge etwa 45 bis 60 Minuten, sofern keine längeren Aufenthalte, zum Beispiel in Darmstadt-Kranichstein, erfolgen oder einer Regionalbahn aufgelaufen wird. Zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau verkehren meist etwa 4 bis 6 Güterzüge pro Stunde, von denen dann in Groß-Gerau ein Teil auf die Riedbahn abzweigt. Gleichzeitig zweigen hier allerdings auch wieder etliche Züge ein, sodass zwischen Groß-Gerau und Darmstadt auch etwa 4 bis 6 Güterzüge pro Stunde verkehren. Zwischen Darmstadt und Aschaffenburg sind es meist nur etwa 3 bis 5. Diese Zahlen können natürlich je nach Wochentag und Uhrzeit stark abweichen. Zudem verkehrt auf der gesamten Strecke die RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg über Mainz und Darmstadt, die immer mindestens im Stundentakt verkehrt. Auf dem Westabschnitt Wiesbaden-Darmstadt wird von Montag bis Samstag in der Regel im Halbstundentakt gefahren, der auf dem Ostabschnitt nur im Berufsverkehr angeboten wird. Die Fahrzeit von Wiesbaden nach Darmstadt liegt bei 45 Minuten, die von Darmstadt nach Aschaffenburg bei 40 und eine durchgehende Fahrt von Wiesbaden bis Aschaffenburg dauert aufgrund des etwas längeren Aufenthalts in Darmstadt insgesamt 1 Stunde und 40 Minuten. Was in etwa gleich schnell ist wie die Alternativverbindung über Frankfurt. Die Fahrzeiten dieser RB75 sind so gelegt, dass in Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Babenhausen und Aschaffenburg attraktive Weiterreisemöglichkeiten in zahlreiche Richtungen entstehen. In Dieburg ist der Anschluss an die Dreieichbahn nur von Aschaffenburg kommend attraktiv und in Groß-Gerau besteht nicht einmal ein gemeinsamer Bahnhof mit der kreuzenden Riedbahn. Betrieben wird diese Linie von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, die hier mit Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 meist in Doppeltraktion, auf Verstärkerzügen oder am Wochenende auch in Einfachtraktion verkehrt. Mehr über den Verlauf der Strecke könnt ihr in einer etwas älteren, aber ausführlicheren Dokumentation von mir erfahren, die ihr in der Videobeschreibung verlinkt findet. Des Weiteren findet ihr dort auch den Link zum Video über den Bahnknoten Rhein-Main, in dem die Laufwege des Güterverkehrs und die einzelnen Knotenbauwerke noch einmal etwas genauer beleuchtet werden. Ich sage dann jetzt vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video, tschüss und bis zum nächsten Mal.